Okay, alles klar. Dann wollen wir mal weitermachen, wa? Ob wir das Spiel nur heute durchgespielt kriegen, weiß ich nicht. Ist ja doch ein bisschen größer, als ich dachte. So, lass mich mal überlegen, wie das jetzt hier funktioniert. Achso, mit dem Ding komme ich dann rüber. Okay, alles klar. Ding, ding. Kommt auch wieder zurück, nee, ne? Ich glaube, ich muss einfach hinterher springen. Dann klappt das schon. Oder auch nicht. Das Ding ist aber echt schnell. Aber der bremst am Ende noch mal ab. Na, gucken. Gucken, ob wir das hinkriegen. Wenn ich mich nicht zermatschen lasse. Oder zu früh runterspringe. Schön am Arsch vorbei. Das ist wieder so eine Erdbeere, ne? Die. Oh. Ja, geschafft. Oh, dann einfach keine Kraft mehr gehabt. Aber machbar. Man hat's gesehen. Ja. So, nicht anders. Und das ist ja jetzt easy. So, den muss man wieder bewegen, wie ich sehe. Ich weiß nur nicht. Ah, ist unten lang, wa? Ah, der muss erst weg, oder was? So. Jetzt ist er weg. Können wir hier gemütlich vorbei? Vorbei. Vorbei. Hoch. Oh Mann. Was hast du für ein komisches Auge da unten? Das habe ich schon wieder vergessen, das Ding hier. Okay, so geht aus. Alles klar. War easy. Okay, überlegen, überlegen. Okay, wir haben keinen Wind mehr. Alles klar. Das heißt, wenn der Wind vorbei ist, dann darunter. So, kein Wind, kein Wind. Zack. Wie, 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 wie. Okay, das war auch einfach. Nein. Da halt in die Bubble. Jo, da wurde ich irgendwie da von hinten geschubst. Jetzt beginnt schon wieder die Herausforderung mit der Erdbeere. Ich muss da, glaube ich, wieder hinspringen, wenn der Wind kurz bevor der Wind kommt. Warum springe ich immer? Warum sieht diese eine Wand da so verdächtig aus, da rechts? Ja, genau, die meine ich. Haha, voll da rein. Warum nicht zweimal hintereinander den gleichen Fehler machen? Ups.
Der Fehler war neu. Warum springe ich jetzt nicht? Okay, habe ich jetzt übersprungen? Hä? Ich dachte, das war ein Secret. Aber irgendwie scheint mir das so, als ob das jetzt hier weitergeht, weil wir wären... Okay. Weil wir wären eigentlich von da unten gekommen. Rüber! Also am besten dann wieder von der anderen Seite, ne? Warte, so. Das ist ja alles easy hier. Easy. Zack. Oh. Rüber. Andere Seite festhalten. Jawohl. Ich habe doch nach rechts gedrückt. Habe ich gemacht. Ich schwöre. Ich habe nach rechts gedrückt. Warum dash ich nicht? Ich hab doch einen Dash übrig. Mann. Und das alles wieder nur für eine Erdbeere. Ich drück doch nach rechts. Was will er denn? Na toll, jetzt habe ich meinen Dash verschwendet. Hab ich keinen Dash mehr. Das ist schon wieder nervig hier. Oh, die Musik ist geil. Ja! Da war ich wieder überfordert, weil ich dachte, ich schaff das eh nicht. Unfassbar. Ebenfalls unfassbar. Final Fantasy will ich ja eigentlich auch nochmal endlich zu Ende spielen. Ich habe noch die ganzen anderen Teile. Oh. Pokémon müssen wir auch noch spielen. Auch die FSK 18 Version. Nein, warum? Warte mal, ich benutze den mal eben, um zu gucken. Wenn ich mich da durchdasche, ja, kann mir nichts mehr passieren. Ja. Muss da durch. Ich muss da durch. So, das ist ja alles easy hier. Das ist auch easy. Easy, alles easy. Das ist manchmal nicht so easy. Eigentlich ist das easy. Einfach. So.
So nämlich. So nicht anders. Okay, da ist schon wieder eine Erdbeere. Und der Wind hört nicht auf, ne? Das heißt, ich muss mich da so rüber dashen. Hä, was mache ich denn da? Hauptsache, ich habe die Erdbeere. So. Und jetzt hier hoch. Da rein. Runter. Okay, ich muss das Ding auf jeden Fall mitnehmen. Muss ich das schnell genug machen oder wie? Oder wo? Und mich hier festhalten? Aber war ja einfach. Ich gehe mal davon aus, das Ding darf mich nicht treffen. Aber raufspringen kann man. Okay. Aber halt nicht reinspringen. Aber halt nicht reinspringen. Puh. Das Ding ist, ich komme ja auch so schnell, dass so schnell kannst du den gar nicht ausweichen. Knapp. Nee, ich glaube, da muss ich mit der Bubbelblase. Mit der Bubbel muss ich da hin. Ja. Ja, so meine ich. Genau so meinte ich das. Ja. Ja, yeah. Daneben. Das ist aber auch stürmisch heute. Mein Mod guckt mir auch nicht mehr zu. Hat das einfach nur noch laufen. Naja, man kann es ja auf YouTube hinterher. Auf YouTube sich nochmal folgenweise reinziehen. Ja, nein! Nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich komme. Halt, da ist doch bestimmt ein Secret drin. Ah, sei doch. Da muss ich schräg hoch. Alle, was geht hier ab? Ich muss erstmal gucken, was hier abgeht. Ui. Ui. Oh. Wieso habe ich Angst vor dieser Wolke oder was? Ui, Rückenwind, yay. Okay, nochmal. Rückenwind, yay.
Das kam so überraschend. Hui, jups. So. Ja, da hat mich die Erdbeere wieder ein bisschen abgelenkt. Ich wollte sie unbedingt haben. Okay, ich muss mal eben gucken. Wenn ich da runter gehe. Was mache ich dann? Ich glaube, in dieselbe Bubble einfach wieder hoch, ne? Warte mal, ich muss in dieselbe Bubble wieder hoch. Also, hier, zack. Zack, 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 hier runter, zack, hier rüber, zack, zack, boah, ha! Angst vor der Erdbeere, wuhu! Zack, zack. Nee, ach, in dieselbe Bubble kann ich ja gar nicht. Ah, warte mal. Bevor ich da reinspringe, glaube ich. Ich versuche das mal vorher. Also bevor ich reinspringe in die erst die Erdbeere, dann die Bubbel. Erst Erdbeere, dann Bubbel. Erdbeere, Bubbel. Ja, das geht. Das war ein bisschen schräg. Hui! Hui! Hui, zack. So. Also. Nein, nein, so meinte ich das nicht. Erst Erdbeere, dann Bubbel. Ja, und jetzt hätte ich einfach nur noch hochgemusst. Wir versuchen das nochmal. Wir versuchen das nochmal. Ach komm schon. Ja. 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 Haben wir's. Hoppelchen, warte. Geschafft. Theo, alles okay? Ja. Warte mal einen Moment. Eine Gondel. Ich wollte schon immer mit einer fahren. Sieht ziemlich alt aus, aber vielleicht funktioniert sie ja noch. Ich sehe keinen anderen Weg, über diese Kluft zu kommen. Auf geht's. Dieser Hebel scheint wichtig zu sein. Wie immer, locker und leicht. Ich war in einem vergangenen Leben wahrscheinlich Gondelfahrer. Glaubst du, dieses Ding ist sicher? Ich bin sicher. Es ist in Ordnung. Wie ist es mit Oshiro ausgegangen? Du hattest recht. Ich hätte nicht versuchen sollen, ihm zu helfen. Ich sag's ja nur ungern, aber das habe ich dir ja gleich gesagt. Ja, ja. Ich hätte auf dich hören sollen. Es ist nichts passiert. Das ist das Wichtigste. Die Luft ist hier so dünn. Ich kann kaum atmen. Du musst atmen. Okay, wenn wir auf dieses Ding kein Selfie hinkriegen, werden wir es bereuen. Ich kann durch den Nebel nicht einmal den Boden sehen. Wie hoch sind wir? Weniger Panik, mehr Pose. Was war das? Sieht aus, als steckten wir fest. Das ist echt übel. Mal sehen, ob... Abgebrochen? Nun, das ist nicht gut.
Nein, das ist wirklich nicht gut. Appelchen, alles okay? Ja, ich kann nur. Nein, nichts ist okay. Ich kann nicht atmen. Du hast eine Panikattacke. Wie konntest du nur denken, mit diesem Ding zu fahren? Wäre eine gute Idee. Komm schon, jetzt lass das nicht an mir aus. Hör mir einfach kurz zu. Mein Opa hat mir da einen Trick beigebracht. Mach die Augen zu. Stell dir vor, vor dir schwebt eine Feder. Siehst du sie? Okay. Dein Atem lässt diese Feder weiter schweben. Atme einfach langsam und gleichmäßig ein und aus. Zu weit ausgeatmet. Muss die Feder an diesen Kästchen halten. Die auch alle brav mitgemacht. Siehst du, wie immer, locker und leicht. Fühlst du dich besser? Ich glaube schon, dass du mir geholfen hast, mich zu beruhigen. Danke. Woher wusstest du, dass wir uns wieder bewegen würden? Oh, ich hab gedacht, wir werden erledigt. Oh mein Gott. Aber schau dir dieses Selfie an. Bestes Selfie? Es war so... es war so real. Kapitel abgeschlossen.